schon mal eine Höhle unter der Lava. Dann wollen wir mal gucken, was das ist. Aber ach, ich bin nicht voll in die Lava rein. Sag mal, Papa, wo sind denn unsere ganzen Getränke? Ach da. Dann mache ich mich erstmal leer. Ich habe nämlich 1000 Tränke. Mana brauche ich gerade auch nicht. Haben wir jetzt 19. So, 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 so. Also hier geht es auf jeden Fall runter. Ich gehe mal nach. Wow, wow, wow. Da geht es auch runter. Guck mal, hier geht es auch runter. Da ist auch ein Gesellenköder. 30% mehr Angelpower oder so ähnlich ist das. Ich kann dir nicht genau sagen, was Baitpower heißen soll. Was die damit jetzt so genau meinen wollen. Es ist gerade Nacht und regnet. Ja, du hast hier Schleimis regnet. Alles. Da ist ein Herz! Alles, Uschi. So. Und Wolfram ist da unten auch. Du, ich hab das Gefühl, es wird ja gleich gefährlich für uns. Ja, ich auch. Hier ist Auge von Studio. Nee, das Auge von Studio, da habe ich jetzt keine Angst davor. Wovor hast du denn Angst? Na, hier werden gleich die ersten Dämonen auftauchen. Bin mir fast sicher. Hab übrigens. Bei den Machern von Mini World habe ich eine Nachricht geschrieben, ich würde mir wünschen, dass die bei Mini World so ähnliche Sachen machen, wie es auch bei Terraria ist, nämlich dass die zum Beispiel sagen, unten, ganz unten auf dem Bodenbereich gibt es eine große Höhle, eine riesengroße Höhle, die über der ganzen Karte ist, überall ist die große Höhle. Vielleicht finde ich ja hier gleich noch einen. Und da wäre Lava drin zum Beispiel. Hier. Jetzt hier nicht mal. Hä? Ich kann die Steine nicht. Ach so, doch. Ich könnte die Steine nicht anbauen hier. Was ist denn da los? So, nicht reinfallen in die Lava. Das wäre jetzt mal so wichtig. Wow, wie viele Ringzombies sind da drin? Die marschieren da zu viel. Also ich bin noch nicht in der Hölle, aber ich bin schon auch nicht mehr so sonderlich weit weg. So, ich hab grad als gespielt, dass irgendwas Zeit schlimm kommt. Nee, habe ich nicht das Gefühl. Davor habe ich Angst. Ich hab kein Gefühl vor was. Da habe ich keine Angst, kann ich dir sagen, aber hier ist eine Höhle oder irgendwas. So, ich hab so Angst. Ach, du brauchst keine Angst haben. Jetzt komme ich. Ah, guck mal. Jetzt bin ich in dem Bereich, in dem es. Naja, ist es Verderbnis? Nee, guck mal hier, Pilzbio! Pilzbio! Und ich hab 50 Zombies fertig und jetzt 51. Jetzt suche ich auch wirklich nach Pilzgrassaat. Das wäre ja nice, wenn wir jetzt eine Pilzgrassaat finden. Oh! Das wäre richtig nice. Ja, ja. Blühender Pilz. Ich baue jetzt mal hier ein bisschen was ab. So, Fisch. Natürlich darf ich nicht alles abbauen. Los, jetzt kommt den Pilz kann ich. Nein! Oh, das war aber knapp. Ich hätte doch einfach Doppelsprung machen können. Ja, das ist ja super. Das klingt ja richtig lang. Gut hin hier. Das richtig. Dauert aber lange. Ah, ja, wirklich. Das kann man so, schon so sehen. Da, wo bist du, Mama? Ja. Der na du, die schubst mich in die Lava-Vase rein, in die Lava-See. In den Lava-See schubsen die mich alle rein. Du hättest jetzt so unbedingt den Eisenhauttrank dabei nehmen. Den Obsidian-Trank vielleicht auch. Ja, vielleicht ist es auch der Eisenhaut. Oh, voll. Fische diese dummen Fledermäuse, die sind so schnell und die nerven so sehr. Da oben ist Wolfram, da glitzert auch was, das könnte Kupfer sein. Da ist ein Wurm, guck mal. Soll ich einen Wurm mitbringen? Hast du gesehen? Der kam hier raus, der Wurm, und ist weggeschwommen. Nicht, dass das so ein Wurm ist, mit dem man nachher Fisch ranrufen kann, hast du das gesehen? Da kam doch eindeutig hier raus. So. Also, habe ich jetzt schon eine Pilzgrassaat? Siehst du irgendwo so eine. Guck
Grüne, ich brauche blaue. So eine blaue Kügelchen brauche ich. Hier sind noch Mohnblöcke. Nee, mal mit, ich brauche die Würmer. Das gibt es ja ganz oft, so eine Würmer. Wenn man hier unten, nur hier unten suchen. Kescher in die Hand, bitte. Da, danke. Ein Skelett. Hier ist was los. Salamander am Start. Schleimmami am Start. Lava am Start. Und natürlich verbrannt. Verbrannt am Start. Hauptsache da unten die Skelette verbrennen nicht, wenn man so reinspringt, ne? Die da bist du gar nicht. Skelett. Doch, der Lava ist gerade verbrannt. Der Schleim ist verbrannt in der Lava, würde ich sagen. Ach so. Auf der Version 1.0 auf dem Handy. Aber die Skelette verbrennen nicht? Oder ist das auch gut da unten? Du, das ist. Mein Controller sieht übrigens aus, nur weil so gesagt. Du, das ist. Es war auf dem Handy so, dass es. Da war es auf dem Handy so, dass die Skelette in der Lava verbrennen. Hier ist auch irgendwas. Ah, ja, verbrennt. Also Schleim ist auf jeden Fall. Da unten ist, guck mal, wie viel Lava hier ist. Wir sind schon recht nah dran an dem Gefahrenbereich, sag ich mal. Oh, guck mal, hier geht die Hölle los. Da ist es. Oh, da steht der Lava, ist auch schön. Du musst versuchen, an eine Kette zu kommen. Pass auf, jetzt gehe ich hier gerade runter. Also hier unten in der Hölle, ich habe gesehen, nämlich, ich hab vorhin gesehen, meine eigenen Terraria-Videos, diese ganz alten, da sind, wenn ich schon bei Folge 30 bereits, in der Hölle gewesen und habe schon die Höllen, das Höllenschwert. Ich habe es nämlich gesehen, da hat nämlich jemand kommentiert heute, hat geschrieben, wie kommt man an das Höllenschwert? Und das war bei Terraria Folge 30. Und wir haben jetzt hier schon über die 40. weit hinaus. Ich komme mal ganz kurz zu warte mal, wovon habe ich gerade noch mal ein bisschen geredet? Vom Höllenschwert. Ich weiß, was ich da wollte. Suche dir mal etwas Kissen, da kann auch ein Spiegel drin sein, Eisen. Da hast du völlig recht. So. Guck mal, da drüben liegt was. Gold, ja, Kupfer liegt da. Da ist bloß ein Schleim reingehüpft. Ich glaube, da unten ist ein Schwert, du hast recht. So, schau dich da mal bitte rüber. Krieg ich das dann bitte, weil ich zuerst gefunden habe? Ja, da liegt ein Schwert. Da ist es ja auch richtig schnell. Und jetzt haben wir uns gerade einen Diamanten gefunden, nur mal so. Ich schmeiß mal das jetzt weg. Und ich schmeiß auch mal das jetzt weg. Und ich schmeiß auch den Grabstein natürlich weg. Die Linsen haben wir auch, bloß was, das haben wir ja auch schon. Weißt du, was das Beste ist? Nein. Es ist nur eine klitzekleine Pfütze Lava. Das ist kein Problem, oder? Grüner Pilz, Granitblock. Grüner Pilz brauche ich nicht. Spinnet. Das kann weg. Boah. Das ist ein Gerät von mir. Akade! Boing, boing! Guck mal hier, ich kann gegen 1000 Zombies. Akade! Aber was macht man mit einem Diamant? Ich habe einen Diamanten gefunden. Boing, der ist einfach weiter, egal. Ich muss ja unbedingt nicht schwer. Aber das ist, glaube ich, das gleiche Schwert, wie du auch schon hast. Du hast schon so einen Schwert vorhin gesehen in der Kiste. Doch, ich will mal wetten, das ist das gleiche. Hier ist Wolfram auch wieder. Wollen wir wetten? Naja, mit dir wette ich nicht, du gewinnst immer. Hier ist wieder Wolfram, den ich gleich mal noch wieder öffne. Doch, grundsätzlich schon, bevor jetzt irgendwas Böses kommt und ich platt mach. Da hast du schon recht. Ein Knochenschwert. Die Goblin-Armee kommt. Die Goblin-Armee. Näher steht irgendwas mit einer. Ja, eine Goblin-Armee nähert sich von Osten. Ein rosa Salamander, guck mal, rosa Salamander. Mach Beine auseinander, mach Beine und wieder zu. Von mir. Oh, guck ja. Mal, da sind wir ausgeklebt. So, ich mache jetzt mal diesen Salamander fertig. Und dann will ich mal gucken, ob ich den Trank jetzt benutzen kann. Warte mal, was auf. Wurmlochtrank. Aber wie viel Schaden macht das Knochenschwert? Guck mal da unten. Was ist das?
zusammenrufen. Das ist ja krass. 16 Nahkampfschaden. Muss ich mal probieren, was das ist. Aber ich guck mal, das Nahkampf. Warte. Das Knochenschwert. Na, warte, so. Hat genau genommen 16 Nahkampfschaden. Jetzt ist die Goblin-Armee gleich da. Ich versuche jetzt mal. Pass auf, ich muss auf die Map gehen. Jetzt muss ich dich auswählen. Die ist schon da, die ist schon da. Naja, ich komme. Ich versuche zu kommen. Wo bist denn du? Ich bin hier. Du, ich kann nicht zu dir. Bleib mal. Ich kann nicht zu dir kommen. Jetzt doch, hast du gesehen? So, dann wollen wir nochmal hier ein paar Platten hauen. Dann müssen wir mal was ausprobieren. Jetzt wird eigentlich andere Monitor. Guck mal, das ist ja eine Art Jojo ist das, was ich hier habe. Das macht dämonischen Schaden, aber eben, ich weiß nicht, ob das dolle viel macht. Hast du gesehen, wie viel Schaden das gleich nochmal gemacht hat? Ja, 16. Da ist ja mein Schwert deutlich besser, glaube ich. Huh! Achtung, die Bogenschütze können auch. Also warte, ich nehme jetzt einfach den Bogen. Das ist eine gute Idee. Und ich gehe mal hier ein bisschen näher mit meinem richtigen Schwert rein. Jetzt haben wir ja schon mal die. Jetzt haben wir beide 200 Lebenspunkte und wahrscheinlich zieht das jetzt schon die ersten bösartigen Gegner an. Oh. Ich schieße mit dem Bogen. Wer hat die Sandinsel hingebaut? Was ist das denn für eine Wand? Das hab ich hier hingebaut, damit wir ab und zu auch hier hochkommen, wenn wir jetzt einsammeln. Ich muss jetzt mit dem Zauberer platt machen hier. Hab ich den? So. Ich habe noch 42 Leben. Die schmeißen ja. Guck mal, da fallen ja Dornenbälle runter. Bom. Ich schieße hier einfach mit dem Bogen. Ich habe auch besonders viele Pfeile. Oh, das war's. Ne? Kann man denn bei der Goblin-Armee irgendwas Besonderes bekommen? Danke für den Anstoß, Celeste. Oh oh! Autsch! 3 Lebenspunkte. Wie kann man das besonders bekommen bei der Goblin-Armee, wenn man die Platz gemacht hat? Egal was, ein Treffer von irgendwas und ich bin down. Ich habe noch 35 Leben. Also hör mal auf, ey, diese dummen. Oh, 7 Lebenspunkte. Oh, oh. Ich hab noch 18. Oh, oh. Au, weg. Geh mal zum Lagerfeuer, zur Arena gehe ich. Das ist doch eine gute Idee. Ich bin direkt neben der Arena gestorben. Oh, es ist hell. Es ist hell geworden. Wenn der Regen aufhört, dann... Tja, das ist seltsam. Also ich werde erstmal hier drinnen bleiben und mich ein kleines bisschen regenerieren. 56 habe ich noch. Ich habe jetzt schon wieder. Wann ist denn das vorbei mit der. Das ist unser zweiter Boss überhaupt. Ja, das stimmt, das ist der zweite Boss, den wir kommen. Jetzt kann man das so sagen, hast du recht, das ist der zweite Boss. Leider ist ja der Weltenfresser nicht auf unser Konto gegangen, aber der ist ja nun immer besiegt worden. Mit dem Schwert, was ich habe und mit der Rüstung. Wenn ich jetzt noch einen Teil Rüstung finde, könnte man auch den Weltenfresser nochmal platt machen. Goblin Liebe rennen hier rum. Also hier in der Arena ist auf jeden Fall nicht viel los. Ey, ich hab 1000 Pfeile. Hier ist mein ganzes Gold, hier ist mein ganzes Gold. Schub den doch nicht zu mir. Schade, dass du keinen Bogen hast. Du kannst jetzt ja auch Fernkampf. Ich hab ein Jojo, das ist auch wie Fernkampf. Ich hab jetzt einen Bogen, den Zauberrad fertig. Sag mal, ist denn das Jojo? Du hast. Was ist denn ein Stärker? Bumerang oder was ist ein Stärker? Bumerang? Oh, mein Controller ist aus. Da ist mein Gold wieder ein, wenn ich da unten gleich tot bin. Ja, ist halt durch. Au. Alles klar. Ich glaube, du kommst besser, wenn du hier deine. Hast du keine starke Nahkampfwaffe? Klar, du hast noch eine starke Schwaffe. Du hast die Sternmut genommen. Warum nimmst du eine Sternmut? Ist doch viel stärker als der dumme Bogen. Aber mit dem Bogen kann man Fernkampf und hier mit nicht. Ja, die Sterne sind doch auch Fernkampf, die da schießt. Die sehen kein Fernkampf. Fernkampf ist noch, wenn man von weiter auf jemanden schießt. Zum Beispiel die Sterne. Nein, die Sterne können
kann ich voll schießen. Die Sterne sind kein... sind kein weg. Das ist die Sterne sind kein... Habe ich mein Gold wieder eingesammelt oder liegt das jetzt noch hier rum? Ne, liegt doch noch, klar. Kannst du mal vielleicht mit einsammeln? Ich denke, ich hab alles. Nein, da oben liegt mein Gold. Oh, da liegt dein Knopf. Oh. Ich verstehe wirklich kein Wort hier. Ich bin ein bisschen müde, muss ich zugeben. Es ist auch schon 18 Uhr und normalerweise schlafe ich in die Zeit schon. Aua. Oh, da kommt ein Energieball hinter dir hergeflogen. Ach, ich glaube mal, meine Videos kann man bestimmt gut angucken, wenn man abends besser gut einschlafen will. So viel wie ich gerne, das steckt ja an. Und dann auch noch so langweilig. Oh, das war ein Magier, der sich da platt gemacht hat. Der kam wirklich hinter dir. Das war kein Magier, der mich platt gemacht hat. Das war ein normaler wilder Goblin. Ich mag Goblins nicht. Magst du Goblins im realen Leben so? Die machen einfach alles kaputt, die zerstören einfach alles. Und guck mal, du kriegst gar nichts gescheit von denen. Ich habe noch nichts gescheit gekriegt von denen. Oder vielleicht doch, eine Dornenbälle. Oh. Hat sie wieder erwischt. Oh oh, der alte Mann wird gleich mal. Apropos alter Mann, du, wir müssen noch zur Lies suchen. Ey, haben wir noch so viel vor hier. Und da unten in der Hölle, da war auch noch nicht, sind wir auch nicht weit gekommen. Dornenball. Das einzige, was für diese Tür habe ich schon eingesammelt. Der Vulkan ist auch ich meine Güte, das gibt's doch nicht, dass die hier auf den Sack gehen wollen. Die Tür, oh, hier sind noch mehr, sieht auch kein Ende. Das hat mich auch verfett. Das hat auch kein Ende. Das sieht unser Gold genau in unserem Haus. Stimmt, du hast ja Ferien jetzt, ne? Ich bin voll in der Treue reingerannt. Ich bin jetzt eigentlich hinterher geflogen. Ich habe eine Tür offen. Ich habe eine offene Tür habe ich einstecken. Wo kommt denn jetzt die Tür her? Ich habe hier... 4 Gold habe ich eingesammelt gerade. Kann das sein, dass du gerade dein ganzes Gold verloren hast? Oder hat er so viel abgegeben, der Goblin? Der Goblin kann sowas abgeben. So 4 Gold, das ist richtig viel. 4 Gold ist eigentlich nicht wert. Doch, 4 Gold ist schon... Sammelt meine Menge. Au! Oh, oh! Weg da! Also wie lange kämpft man denn noch so gegen diese Goblin-Armee? Muss doch irgendwann mal die Nachricht kommen, dass die fertig sind, oder? Ja. Und hier, auch alle Türen kaputt. Hörst du die Musik? Die kommt natürlich anderswo als auf. Gleich kommt das Auge von Shulu, wird erwacht, garantiert. Nein, es ist Tag! Ja, gleich ist die Armee besiegt. Wie viel haben wir es? Ich bin es denn überhaupt? Es ist 1 Uhr Mittag. 85% geschafft steht übrigens unten da. 88%. Also quasi noch 88 von 100. Ich weiß nicht, wie viel man in Summe schaffen muss. Wenn es bei 100 steht, haben wir gewonnen. Jetzt sind es 91%. Dann haben wir sie besiegt. 92! Au, au, au! Au! Oh, mein Genick ist gebrochen. Ach, was ist denn du da für Zeug? Ist aber kein schöner Satz gewesen. Da. Echt? Ja, ich. Die Goblin-Armee wurde besiegt, scheint gerade da. Trophäe erhalten, Crowd Control. Ey, warum? Das ist unfair. Was ist denn los? Bei mir stand so eine Nachricht nicht. Naja, das. Bei mir stand nicht, dass ich die Goblins fertig gemacht habe. Das liegt daran, dass wir mit meinem Account spielen, dass ich die Karte geteilt habe. Das gilt natürlich auch für dich, du hast ja mitgemacht, aber du bist ja bei mir gerade Gast auf der Karte. Und ich habe alle 3 Türen, die zerstört haben. Ich habe auch gerade 3 Türen gehabt.